Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Metal Gear 2 Conquer the World. Wir haben schon ein richtig großes Reich, sind hier momentan am Auskundschaften und schauen, dass wir hier verteidigen können und hier oben verteidigen können. Hier haben wir auch ein paar Truppen, sind am Ausheben. Ich hoffe, die bekommen wieder Angst. Oha, ein Ketzer. Okay, das schaffen wir in zwei Runden, den zu besiegen. Mit dem Attentäter. Also, dann haben wir eigentlich hier alles gemacht. Das Schiff haben wir vergessen, aber das macht automatisch den Weg. Venedig, der Adelsherr, ist gestorben. Eine Meisterpferdegilde. Das schauen wir gleich mal an. What the fuck? Sehr beeindruckt. Ich bin bereit zu handeln. Ja. Okay. Können wir eigentlich den übernehmen? Gut, sehr schön. Hier runter, bitte. Wir sind die fortschrittlichste Seite, das tut mal schon mal gut. Jetzt tun wir hier ausspionieren. Zwei Sachen hat er nicht entdeckt. Da ist der Sultan, der Anführer. Okay, aber nicht so gute Truppen. Die haben eher mit den Rebellen zu kämpfen. Oh, das ist nicht gut. Wenn hier einer kommt mit der falschen Religion, dann müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht noch religiöse Kriege bekommen. Also den. So, ich möchte hier den besseren mitnehmen. Um in der Stadt zu vergammeln. Brian. Oder Bran. Okay, hier können wir leider alles nicht so. Ja, komm, wir machen eine Speerträger, bitte. Tripolis möchte ich, ja, da haben wir den Hafen. Gut. Rekrutierungsbericht. Was ist jetzt mit diesen? Hä? Was, deutsche Völker? Wieso haben wir hier keine Sichtweite? Eure Befehle, edler Herr. Ist das ein Bug? Ja. Errichte einen unermüdlichen Wachposten, Herr. Ja, toll. Das Problem ist, die greifen mich wahrscheinlich jetzt an. Das ist nicht so gut. Und hier rebellieren die Truppen jetzt. Ja, mein Herr. Das ist halt auch nicht so gut. Uns fehlten einfach Familienmitglieder. Kommt ihr mal hier hin. So niedrig. Also ich denke, die greifen jetzt die an hier. Die wurden einfach ein bisschen gescheucht, aber sie haben sie nicht weiter verfolgt. Okay, wir wollen ja hier den töten. Und jetzt weiter den Ketzer töten.
Gut, das ist schon mal gut. Okay, die sind jetzt hier unten. Was machen sie? Jerusalem angreifen? Oh Gottchen. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir. Kann man nicht hier? Ja. So entlang. Hier gehen wir wieder nach oben. Okay, scheinbar sind die anderen verscheucht worden. Weg blockiert wegen was? Also der Spion, der ist, hat sich bewegt. Okay. Zuerst speichern bitte. B9, so. Bop. Nein, nicht übernehmen, nicht übernehmen. Verdammt. Nein. Hallo, löst dich. Hä? Er hat's nicht geschafft. Und der andere. Oh. Okay, der hat. Auch nicht, doch jetzt. Oh, Menno. Das nervt ein bisschen. Und sie greifen doch an. Was Rückzug? Wegen keine. Scheiße, hey. Oh Mann, müssen die jetzt angreifen, diese Idioten. Das ist nicht gut, ich darf ihn nicht verlieren. Haben wir mit den Reitern eine Chance? Wir werden es jetzt einfach ein bisschen auskutschieren. Das sind Bauern. Das sind alles Bauern. Von denen müssen wir Angst haben, von denen. Dann greifen wir mal frontal an. Oder nicht auf die. Wir greifen frontal auf die. Auf die am besten. Frontal greifen wir jetzt an. Fertig. Okay, wir verlieren sehr viele Truppen. Okay, sieht nicht so gut aus, wenn wir hier. Greift doch schnell an. Und die nicht hier. Ach Gottchen. Ja, wir haben keine Chance so.
Wie wär's mal mit Rennen? Hau ab von hier. Ja, die KI. Ach Gottchen. Die KI macht uns schlecht. Die KI macht es unmöglich, dass wir hier noch etwas reißen können. Hallo, ihr müsst rennen. Hallo. Also reiten. Los jetzt. Greift alle kombiniert an. Die greifen nicht an. Die sind einfach zu dumm. Vielleicht kann der noch überleben, wenn wir einfach die Schlacht verlieren. Ich seid so dumm. Wirklich dumm. Oh Gottchen. Er hat's wenigstens überlebt. Aber jetzt haben wir Scheißkrieg mit denen wieder. Diplomat. Ja, mein Herr, seid ihr gekommen? Waffenstillstand. Machen wir das nicht. Wir machen einmalige Zahl. Einmalige Zahlung. Mit Waffenstillstand. Geht das so? Falls das ein Schatz sein soll, du bist auch enttäuschend. Das heißt, wir werden jetzt hier alles nach oben versenden. Ach Gottchen. Die KI ist so schlecht. Als Athen. Hier. Bordell, Trapezunt. Ah, wieso? Ja, ist doch. Ist egal. Die Runde muss nicht fertig sein. Wieso habe ich jetzt bis zu weit unten gedrückt? Oh Gottchen. Fail.
Aber ist ja nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich noch die anderen Sachen bewegen und das tauschen, aber... Ei. Ja genau, greift sie an jetzt. Attentatsding erfolgreich, immerhin das. Wir haben den osmanischen Diplomat einfach weggeschoben. Ich hoffe, die Mission ist jetzt beendet. Die haben nämlich ein sehr guter Ding. Also in einer Stadt sind wir sicher. Das ist schon mal das Wichtigste. Spanien ist jetzt die fortschrittlichste Seite. Eine Bewässerung. Nö. Händler Kai, komm schon. Kaffer. In Kaffer müssen wir nichts machen. Also ausbeten. Und die greifen jetzt uns an hier. Was ist denn los? Greift doch nicht mich an. Meine Herr, wir trauen euch nicht. Daher bietet ihr besser etwas Sinnvolles an. Wir haben zu wenig. Einfach Waffenstillstand. Nur ein Dummkopf, was für eine Zeitverschwendung. Dann werden wir dieses Ding verlieren oder was, wenn so viele angreifen. Schaut euch das an, hey, das ist sowas von unfair. Die können nur mit vielen Dingen angreifen. Ich bin Gott. Nur mit vielen Truppen. Ich kann dort nicht hingehen, mein Herr. Gehst du zum Hafen. Ja, mein Herr. Und hier ist jetzt der Ding. So, jetzt greifen wir mal an. Ich brauche unbedingt noch ein Reich. Ja, ist gut. Greifen wir hier an. Ah, hier ist gar nichts, oder was? Hier ist ein Dorf, vielleicht hier. Also greifen wir hier an. Greifen wir einfach hier an. So. Ja, das ist jetzt in Gefahr. Das stimmt. Oh je. Die alle uns angreifen jetzt, das ist heftig. Wieso greift ihr eigentlich nicht die an, sind die nicht? Seid ihr sogar verbündet oder was? Litauen. Die sind einfach nicht im Krieg. Greift doch die an, die sind ja so expandisch. Gegen Norden. Also im Norden. Greift doch die an. Wenn dann die uns auch wieder angreifen, dann ist nichts gut. Nicht gut. Dann ist wirklich nicht gut. Ich will mal kurz hier rüber. Und hier. Ja, eigentlich. Ich wollte ja hoch. Ach Gottchen. Also schnell kann es gehen. So schnell ist das Spiel wieder unfair und unrealistisch. Vor allem, wir können die mit ungefähr 2-3 Städte, okay, 4, mit 4 Städten 3 Full-Stack-Truppen aussehen. Also anderthalb sind hier, aber sind wahrscheinlich auch fast full. Ja, anderthalb, 3 Viertel, fast voll. Wie können die so viele Truppen ausheben? Das ist zu... Ja, was soll man dazu sagen? Auch wenn es schlechte Truppen sind, die müssten noch wahnsinnig viel kosten. Also wieso ist das... Wieso tut der Mod noch mehr Cheaten als das Hauptspiel? Ah, Gottchen. Also, beten, sonst... Dann tun wir einfach nochmal Spielstand laden. Wo wir noch gut dran waren.
Okay, der wurde übernommen. Können wir den schaffen? Okay, die greifen an. Die haben keine Chance. Ich sag's euch, die haben, werden keine Chance haben. Keine Chance. Positionierung starten. Wie mache ich das am besten? Hier nochmals einen Truppen nach oben. Die Bogenschützen hier rüber. So. Die unbedingt hier hin. Aber dicht an dicht. Hallo. So, die hier hin, so, und die Bauern einfach mal hier hin. So, jetzt fertig. Ja, das dachte ich mir. Ihr müsst hinten. Geht mal hier hin. Alle. Und ihr greift an. Dann können diese noch nach oben. Und hier Bogenschießen rüber. Einige schützt uns. Der Feind rammt die Tore ein. So, und hier kommen noch die Bauern hoch. Bekommen noch eine Dusche. Oh, Matsch. Das ist much. Im Moment liegt der Schlachtenglück bei uns. Beten wir, dass das so bleibt. 4% haben sie ausgeschaltet. Pferdchen greift an. Die Pferdchen greifen jetzt auch an. Jetzt gibt es Matsch. Greift ihr an? Wieso greift ihr nichts an? Greift ihr an? Sehr schön. Ganz viele Pferdchen sind Matsch. Ah, die greifen wieder so schlecht an. Lol, alle Pferdchen hauen ab. Und hier bekommen sie noch eine saftige Dusche über. Der Allmächtige sei gepriesen. Also, bleibt aber hier. Genau, das wollte ich eigentlich. Aber sie überleben. Alle Pferdchen machen Hü.
Ah, oh, wird nie niedergestreckt. Hier auch. Bam. Sehr schön. Verfolgt die doch. Alle niedergesäbelt. Hier noch, komm. Oh, das sind Elite-Truppen. Die werden auch so schön niedergemetzelt. Komm weiter. Wie viel haben wir für Ding? 6% haben wir. Verloren. Okay, es sind nur noch die übrig. Alle anderen sind abgehauen. Komm du auch raus. Okay, die Reiter sind unterwegs von links. Wer ist gestorben? Herzog Hauptmann Wolfgang. Okay. Oh, reiten, reiten, not niederreiten. Oh, das gibt viele Tode. Oh Gott. Alle besiegt. Hier ist noch einer, ja. Oh nein, das ist einer von uns. Da drüben sind sie ja noch. Greift sie an? Wo ist der Ding? Hier ist er. Mit zwei Koll, also zwei Grüppchen. Und jetzt niedergeschnitzelt. In Zeitlupe. Wo noch einer? Ah, da drüben. Oh, es ist schön, das Städtchen. Beim Herrn, unser Feind wurde richtig erniedrigt. Lasst uns alle dieses Tages gedenken als den Tag. Heroistischer Sieg! 80. Niedlich. Okay, die Pikanieren haben nochmals Erfahrung bekommen. Die mittleren, also die mit Gold, die können ja jetzt gar keine Erfahrung mehr bekommen. Sie können nicht noch hochgestuft werden. Noch mehr. So, jetzt hört auf mit dem Krieg. Habt ihr verstanden? Ja, ich denke, sie hören auf. Wenn ich jetzt hier... Oh, kann ich in dieser Runde nicht. So. Die am stärksten von unten kommen raus. Und die gehen hier runter. Und die greifen jetzt nicht an. Verdammt. Also, ein Portal können wir hier mal bauen. Hier drüben können wir natürlich noch nicht viel gut ausbeten, machen wir aber. Vielversprechender Kommandant. Gut, hat er bekommen. Diese Ehrung. Also geht ihr mal hier nach drüben. So, und du gehst hier runter. Vielleicht ist hier irgendwo eine Stadt. Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht.
Das wird schwierig hier in Afrika, wenn man nicht weiß, wohin man muss. Also da weiß ich ja, wo ich hin muss, dann kann ich gleich mal hier runter und diese Straße folgen. Dann haben wir dann noch ein Land zum Erobern. Und hier, der bleibt hier, super. Aber ich habe den anderen verloren. Wir haben den hier verloren. Wo ist der hin? Übernimm den mal. Ah, hier ist er. 52%. Okay, die nächste Runde, die müssen wir merken. Gibt es keinen Notizblock in diesem Game? Ich finde Spiele gut, wo es einen Notizblock gibt. Das ist doch sehr hilfreich, aber hier gibt es leider keinen. Also jetzt gehen wir nochmals nach oben. Jetzt bleiben wir nach oben. Tun nicht wieder ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten. Wahrscheinlich. Ist die Stadt hier? Ich gehe mal hier hin. Also. Das absolut Autorität. Eine frohe Natur, Meister Möchler. Schlampiger Steuereintreiber, bitterböser Anführer. Okay, von mir aus. Wir müssen an Geld kommen. Irgendwie müssen wir jetzt an Geld kommen. Okay, scheinbar hat der nicht. Was passiert jetzt mit Ungarn? Sie gehen durch? Hä? Sie gehen hier durch? So, hör auf. Hier. Dann gehen wir das nächste Mal die angreifen. Fortschrittlichste Seite, gut. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Eine Farmgemeinschaft hier, bitte. Und ein Wirtshaus dann. Ja, Attentäter. So, schauen wir hier mal. Hier ist nichts. Okay, dann ist hier unten etwas. Endlich sind die im Krieg! Yeah, Großfürstentum Litauen gegen Herzogtum Preußen. Dann können wir eigentlich Preußen dann bald mal angreifen. So, hier unten ist noch nichts. So, dann greifen wir die Stadt an. Und speichern kurz. B11. Jetzt kommt nämlich das hier. Schaffen wir das? Nein. Laden. Laden. Komm schon, bitte, bitte. Ich bin bereit zu handeln. Ja, wir haben es geschafft. Aber das ist der Fall. Das ist gut, sind allein. Wo bist du? Ja, das ist schon. Wo hat es hier noch? Hier zum Beispiel. Das ist Gaia. Hä?
Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wir brauchen einen Spion hier unten unbedingt. Wir können hier natürlich keine Spione herstellen. Das haben wir schon mal geschaut. Nicea ist sicher ein Spion. Machen wir gleich zwei. Ja, nein, einen reicht. Hier könnten wir auch einen machen, aber hier machen wir mal ein Garnisonsquartier. So. Können wir... Nein, die Stadt muss noch wachsen. Komm, machen wir hier mal ein bisschen Steuern runter. Das ist schon niedrig. So. 95% ist sehr gut. Und der Spion geht jetzt hier hin. Gut. Also, dann machen wir das nächste Mal. Machen wir hier ein paar Attentatsteile. Und die bringen schon wieder so viele Kaufmänner. Muss ich fast den Spion wieder hier rund tun. Ach Menno. Und wir greifen hier N'Gala an. Wir brauchen unbedingt in Afrika ein paar neue Kolonien. Oder besser gesagt Städte. So, haben wir die eigentlich bewegt? Nein, noch nicht. Also dann, ja, sage ich bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye.